Was zum Teufel? Ja! Wie rosa sollte ein Spiel sein? Warum steht da Spalte? Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Shitty Girly Game. Ja. Also, meine Tierklinik in Australien hatte ich schon und, ich habe meine Tierklinik gefunden. Da wird's vermutlich nur um Haustiere gehen und weniger australisch sein. Ich habe keine Ahnung, ich habe es jetzt zum ersten Mal installiert, ich habe es noch nie vorher gespielt, ich habe kein Schimmer! Und ich sehe ein Problem auf uns zukommen. Nämlich? Echtheitsabfrage. Oh. Wir haben das Original, aber haben wir irgendwo auch ein Benutzerhandbuch? Nein, das ist in so einer komischen Pappschachtel. Vielleicht ist das auf der CD drauf. Keine Ahnung. Wir sind gleich wieder da. Okay, das, Bis dann. Wir sind verwirrt. Ziemlich. Wir haben es ausgemacht, wir haben es wieder angemacht und jetzt ist das da. Ich finde das merkwürdig. Ja, das ist es ja auch durchaus. Egal, freuen wir uns und... oder auch nicht. Was machen wir denn überhaupt? Ich guck mal in den Einstellungen. Wow, das ist ja... Oh, mach bitte die Schatten an. Ja. Tun wir so, als hätten wir Grafikqualität. Ja, jetzt muss ich den Ton wieder lauter machen. Sonst hört ihr die wunderschöne Musik nicht. Ich hätte hier wunderschöne Musik. Soll ich freies Spiel machen oder Szenario? Nee, ich hätte gesagt, mach mal Szenario. Okay. Oh, wieder ein Tutorial, ob das genauso gut funktioniert wie in Afrika. Wahrscheinlich nicht. Oder Australien oder was das war. Ja, wir lassen das mal so und wir lassen das Geburtsort Zauberwald. Oh mein Gott! Okay, das machen wir jetzt. Ich wär schon vom Zusehen schwul. Im Tutorial lernst du Steuerung des Spiels. Toll. Geht da nicht ein D? Das Heilen von Tieren und den Ausbau der Gehege sowie das Einkaufen. Fehlt da nicht trotzdem ein D? Steuerung der Ansicht. Warum muss ich das alles lesen? Vielleicht bin ich ein kleines Kind und kann doch gar nicht so gut lesen. Dann brauche ich Stunden, um diesen ganzen Text lesen zu können. Um die Kamera zu bewegen, benutze die Pfeiltasten oder bewege den Mauszeiger an den Bildschirmrand. Um die Kamera zu drehen, verwende Position 1. Ja, das kriege ich bestimmt auch so hin. Okay, so läuft sie. Zoom, zoom. Wow, Blätter! Drogen, Hans, was zum... ist die dürr? Und hat Brüste, auf denen man Glas abstellen könnte. Kann ich nicht drehen? Mausrad gedrückt halten. Nein, geht nicht. Rechte Maustaste? Oh ja. Ich wollte sie ja mal ganz von Ich krieg sehen. Das schön von alleine hin. Ja, siehst du, wir kriegen's doch hin. Warum hat unser Avatar-Bild da unten links lange Haare und die hier ist so buchschikos? Weil das Tutorial ist. Fitness. Laufe eines Tages von der Arbeit müde. Ach so, im Laufe, ja. Das sieht genauso aus wie in Australien. Ja. Ich denke mal, der einzige Unterschied ist, dass hier andere Tiere sind. Die soll jetzt 4 Stunden pennen, ja. Wo habe ich denn eine Uhrzeit? Die wird von der Tutorial-Box verdeckt, oh mein Gott. Da ist die Uhrzeit. Wie liegt die da? Das waren jetzt aber keine 4 Stunden. Das war nicht mal eine. Geh mal ins Bett, Alte. Schon. Ah, okay. Ja, 4 Stunden schlafen. Schön. Eigentlich wollte ich ja noch ein Stück in meinem Buch weiterlesen. Was für ein Buch? Was passiert Wolken da gerade? In der was Wohnung? Unser Haus hat kein Dach. Ich behaupte einfach mal, es sind die Schatten der Bäume, aber... Ich bin verwirrt. Du sollst jetzt was essen. Geh kacken. Sie ist durchs Klo gelaufen. Okay, ich hab Angst. Lauf durchs Klo. Cool. Mutti. Nee, Küche. Nee, das ist gar nicht Küche. Wo ist Küche? Das ist eine Küche. Okay, eine Wohnküche. Nein, jetzt kann ich nicht essen. Jetzt musst du ja ans Telefon gehen. Ja, geh doch ans Telefon. Ja, wie denn? Deine erste Nachricht? Prima, du hast deine erste SMS gelesen. Mit dem Button Nachricht löschen? Ja, lösche ich die jetzt. Big Red Threat. Das ist im Weg. Geh mal was fressen. Was fräsen, Alter. Ja, was fräsen. Sowas von. Bum, bum, bum. So lecker und so leicht.
Die neue Milchschnitte. Ja, sie ist genauso scheiße wie beim letzten Mal. Nämlich nichts? Ja, und in der Luft und überhaupt. Luft. Wie viel Kalorien? Viel Kalorien oder wenig Kalorien? Luft, viel Fett oder wenig Fett? Was sollen wir denn lernen? Wir lernen was über Katzen, weil ich mag Katzen. Oh, wir können gar nicht lesen, scheiße. Wir können nicht lesen. Also das Tutorial verlangt, dass wir die Nachricht abrufen, aber das ist jetzt ja, irgendwie... Ja, das haben wir ja schon gemacht. Geh mal weg da, Alter. Hallo? Geh weg, das haben wir gemacht. Das ist dumm. So, Instrumente kaufen. Händler, das wird wohl das da sein. Da. Wow. Hey. Und was soll ich jetzt kaufen? Ein Normalstethoskop. So, ich nehme mal an, das soll Basic sein. Ja. Das versteht doch kein Kind. Nein. Und normal Waage und Premium Thermometer. Eine normal Waage, wo da ist eine Waage und was? Thermometer. Ein Premium rechts. Rechts. Da. Premium. Wow. Volja. Fertig. Du hast nichts ausgewählt. Ach so, okay. Ja, ich verstehe. Ja, ich verstehe. So. Und jetzt zurück. Fertig, hab ich gemacht. Hier, schnell das mal. Bin fertig. Mach mal was. Bin fertig. Ah, jetzt. Futter kaufen. Oh, toll. Futter, was muss ich kaufen? Extra klasse Futter, 3 Einheiten. Kaninchenfutter. Und mache eine extra Expressbestellung. 3 Einheiten, extra klasse. 1, 2, 3. Express. Zurück. Jetzt habe ich eine Nachricht. Wow, wurde entgegengenommen, wird noch heute liefern. Ja, Nachricht danke. Löschen und weg. So, bitte nächstes. Wo sind überhaupt die Tiere, die ich quälen kann? Sag mal, hast du es eilig oder so? Ja, es ist ein Kack-Tutorial. Tiere annehmen. Irgendwelche Kunden bringen mir das und dann muss ich das Tier annehmen oder das Tier ablehnen. Wir haben noch keinen Empfang, deswegen warten wir dann noch. Mein Ruf sinkt nicht, wenn ich die ablehne, ist ja schon mal nett. Ja. Nur wenn du sie sterben lässt. Ja, und sie hat kein Tier dabei. Das ist interessant. Wo kommt das jetzt her? Sie ist eine magische Zauberin. Hallo. Ja, geh mal dahin, Alte. Gott. Hallo. Klingelingeling. Aha, so. Na, ihr beiden, wart ihr schon mal bei uns? Können Sie mir helfen? Ich weiß nicht, was mit Ihnen los ist. Also ich kann dir nicht helfen, denn deine Aussprache ist seltsam. Ein bisschen. Untersuchung. Benutze die verschiedenen Instrumente des Ringmenüs, das ich nicht sehe. Ja, das kenne ich ja alles schon. Hallo, klingelingelingeling. Ja, cool. Ich messe Thermometer Luft. Viel Fett oder wenig Fett? Oh, ja. Oh, kommen da jetzt wieder diese ekligen Krankheitsbeschreibungen? Bestimmt. Geil. Wow, das Tier wiegt 3,5, so wie alles. 0,3,5. So, jetzt horchen wir. Sie hat das nicht mitgenommen. Und jetzt horcht sie in der Luft. Warte. Hä? Und sie nimmt auch nicht die Lupe mit. Aber sie besetzt sie trotzdem ein. Das ist. Vor allem, die geht noch nicht mal über den Tisch drüber, über den Rand. So Luftlinien. Naja, das Kind könnte, das Tier könnte ja anstecken. Es hängt hier so runter, das Tier. Guck mal, hier Luftlinie, Achtung. Da, sie berührt noch nicht mal den Tisch. Das ist so schlecht. Oh, ich glaube. Keine Ahnung, was das arme Tier hat. Salmonellose? Bei der Salmonellose handelt es sich um eine bakterielle Infektion, die auch andere Tiere und den Menschen befallen kann. Siehst du, ich hab gesagt, das Vieh ist ansteckend. Die Krankheit kann sehr schwer, aber auch völlig unbemerkt verlaufen. Ein an Salmonellose erkranktes Kaninchen kann mit verschiedenen Medikamenten behandelt werden. Auf jeden Fall solltest du das Kaninchen für einige Tage in der Klinik behalten. Oh mein Gott. Und Hände waschen nicht vergessen. Muss ich dich hier behalten. Du hast gerade gepupst. Ich pupse Sterne. Ja. Raphael! Okay. Ist klar. Wir streicheln das ansteckende Tier. Ja, super. Ja. Sie macht es aus angemessener Entfernung, wie es scheint. Nein, die ruft das Tier zu sich hin.
weich wie Samt und Seide. Obwohl ich es nicht berührt habe. Füttere nun das Kaninchen. Männchen machen. Genau, lass die Ärzte. Wo Männchen ist das machen. Kaninchen? Ich sehe es nicht. Hat doch niemandem geschadet. Wo ist das Baby? Aber, da ist es ja. Aber das Tier ist niedlich. Nee, wir füttern das nicht. Doch, du sollst es füttern. Aber es hat gar keinen Hunger. Aber du sollst es füttern. Ach, ist das läppsch. Das teure Futter, ey, voll die Verschwendung. Es ist nur ein Tutorial und sie kann durch Kisten laufen? Ja, und die kann durch alles laufen. Sie ist ein Geist. Sind das... Hier, noch eine extra Portion Vitamine. 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 Sag mal... Mal. Sollen Schatten so eckig sein? Achtung, du hast nur noch sehr wenig. Ja. Spielen. Das habe ich doch gerade schon gemacht. Spiel mit ihm. Ja, wir spielen jetzt. Man spielt doch nicht mit dem Essen. Und nicht während des Essens. Sollen wir es echt weitermachen? Ja, machen wir, um zu sehen, was wir überhaupt alles machen können. Ja, ich würde sagen, wir prügeln das Tutorial durch und ja. Ja. Ich kann ja mal, wenn mir irgendwann total langweilig ist und ich echt gar nicht weiß, was ich machen sollte und, naja, ich auch nicht My Boyfriend spielen will, oh, das wird selten passieren, dann kann ich ja mal ein bisschen weitermachen und dann nochmal aufnehmen, wenn hier mehr passiert ist. Wenn ich mir das so angucke, würde ich lieber mit einem Käsehobel onanieren. Ich krieg Kopfschmerzen. Dito. Ich zoome zurück. Okay. Oh, Blümchen. Guck mal, die hat ein Gesicht. So, streicheln. Jetzt soll ich das anstreckende Vieh schon wieder streicheln. Das anstreckende Tier steicheln. Steicheln. Lässt du heute eigentlich wieder Schwüle streben? Streichel mich. Ganz ruhig. Ich streichel dich doch nur. Du ansteckendes kleines Tier. Aber es ist niedlich. Gehegeausbau. Im Baumenü kannst du unter der Option Gehege ausbauen. Ja. Ja. Was soll ich jetzt tun? Erweiterung 1. Kaufen. Ach, schon wieder voll stressig. Bauarbeiten haben begonnen. Ja, voll. Danke. Ich mir nicht daran denken können. Ach ja, wo denn? Ich sehe keine Handwerker. Ich sehe kein Werkzeug. Wenn du Handwerker bestellst, sieht man sie vor 3 Monaten nie. Verstehe. Wir haben ein Dach. Warum können dann die Baumschatten... Okay, das will ich gerade wirklich gar nicht wissen. Wir sollen ein Buch lesen. Kaninchen Teil 1. Nee, das konnten wir ja nicht. Können wir immer noch nicht. Lauf, Forrest, lauf! Hallo, ich muss Kaninchen Buch 1 lesen. Nö. Es geht aber nicht. Ach, du musst es kaufen. Super. Ach nee, nicht da. Einkaufswagen. Büscher. 20 Euro? Ja. Haben die kein Internet? Nee. Oh, ich muss was lernen als Tierärztin. Ich befrage mal Wikipedia, was da über Kaninchen steht. Ja. Ja, und Salmonellose, wovon ich noch nie gehört habe. Oh, jetzt liest sie wieder ein nicht vorhandenes Buch. Oh Gott. Hängt sie mit dem Arsch in der Luft? Oh mein Gott! Kaninchenabstammung. Das Hauskaninchen, auch Stallhase genannt, stammt ursprünglich von den europäischen Wildkaninchen ab. Im Gegensatz zu den Feldhasen sind Kaninchen klein. Nein. Gab's wahrscheinlich erst um 1000 nach Christus. Oh toll! Kaninchenrassen. Oh, Widder und Löwenkopf und Zwergkaninchen. Und fertig. Oh, guck die Scheiße! Guckst du mich an oder was? Aber der Sessel ist irgendwie cool. Bravo, du hast schlecht. Das total. Oh, wir können sie nicht einkleiden, das ist aber schade. Was, wir sind fertig? Ja. Ja, jetzt wisst ihr, was man hier alles machen kann, das war's. Du hast 14 Stunden und 6 Minuten gespielt? Das wäre mir neu. Ich würde sagen, das ist die Echtzeitrechnung da, also nicht Echtzeit, also das, was da als Zeit angegeben wird, weißt du, was ich meine? Spielzeit? Ja, genau. Also nein, nicht Spielzeit, sondern das, was... Zeit im wie Spiel. Wie lange die da halt jetzt so, ne? Ja.